Ich muss halt aufsteigen. Hallo, 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 willkommen, weiter geht's mit Cats, Miau, willkommen dazu. Lars, die alte Katze, ist wieder am Start. Ihr wisst ja, normalerweise ich nur Reflexe wie eine Katze, bin so schnell wie eine Katze und so geil wie eine Katze. Sind Katzen geil? Ich habe keine Ahnung, ich bin noch mehr so ein Hundetyp. Aber trotzdem, Leute, willkommen zurück, Cats, yo, krass, geil. Oh Gott, ich kann mich hier sogar... Warte mal, hier, komm hier, passen wir uns kurz an. Oh Gott, bin ich groß, bin ich geil, bin ich schön. Das gibt's ja gar nicht hier. So Leute, Cats, wir nehmen die ganze Scheiße hier, bekommen eine Belohnung. Ich habe echt nicht weitergezockt. Es tut mir um Gottes Willen leid. Ich bin immer noch ein Noob-Anfänger und ein Stück Code, was auf der... Weiß ich nicht. Einsam auf der Straße lebt und da treten nur Leute rein und ich werde halt noch mehr zerdrückt. Ja, ich kann ein paar Kisten hier öffnen, ich kann bearbeiten. Ich habe sowas von meinen Sponsoren bekommen. Was bekomme ich denn von meinen geilen Sponsoren? Bestimmt ganz viele geile Sachen. Eine Walze, ein Titan, ein Brocken, ein Surfer, ein Klassiker, ein Schleicher. Eine Angriffswerkzeugkiste. Geil. Letztes Mal habe ich, glaube ich, gesagt, was richtig dumm ist von wegen. Was ist denn das, dies, das, Ananas? Das war, glaube ich, ein Reifen oder so. Ja, Leute, ihr müsst wissen, ich bin doof. Ich bin ein dummer Mensch und von daher passt es auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Ein Stachel. Den habe ich auch in der Hose. Genau wie eine Klinge. Ein Titan. Wow. Da ist ein Sternchen drüber. Bedeutet das krass. Wir gehen gleich kurz auf Titan. Kettensäge. Alles gleichen. Gefällt mir. Einsammeln. Alles mitnehmen. Oh, ich bekomme etwas Bonusmäßiges hier. Was bekomme ich denn Schönes? Ein Stachel mit 132. Und es kostet nur 7. Sehr, sehr geile Schlagzeilen hier, meine Damen und Herren. Sehr, sehr geil. Normale Kiste. Eine Kettensäge. Alter, jetzt bekomme ich die blauen Items auf Doom. Kettensäge. Starre. Heber. Surfer. Ich meine, das Design ist natürlich ziemlich cool bei dem Spiel, bloß ist, weiß ich nicht, es ist halt, man muss halt nicht viel machen, ne? Man klickt 3, 4 Sachen und dann wird halt das automatisch gemacht. Mich hat's noch nicht ganz so gepackt. Mich hat's noch nicht abgeholt, dieses Game. Vielleicht kommt's ja noch. Vielleicht kommt's noch vorbeigefahren. Ein Schleicher, ich lese irgendwie immer Schlecker. Kennt ihr noch den Laden von früher, Schlecker? Ich weiß auch, ich lese immer Schlecker. Gas bei uns auch, aber ich glaube, die Reihe, also beziehungsweise die Läden gibt's ja gar nicht mehr. Zumindest Gas bei uns im Ort immer ein Schlecker. Einen richtig geilen Schlecker. Das ist blau, alles gleiche mitgenommen. Schön, ich kann wieder wetten hier, wenn ich Bock habe. Kann mir den ganzen Scheiß hier auf jeden Fall reindrücken. Die meisten wetten für den Rechten. Was haben wir in 3 Stunden 32? Ist hier wieder das. Wir wetten mal kurz. Wie lange noch? 2 Minuten, Asla. Ich wette auf jeden Fall. Ich weiß ja, wie es läuft, ne? Wer gegen wen gewinnt. Wir schauen mal kurz. Der Linke hat einen Heber. Der Heber ist aber nicht weit genug, um ihn umzukippen. Er hat einen größeren Bohrer. Er hat ein größeres Ding. Er hat einen Raketenwerfer dazu. Normalerweise müsste der Rechte ohne Probleme das Ganze hier gewinnen. Deswegen wetten wir auf jeden Fall auf ihn. Und ich setze einfach mal meinen super krassen Pew-Pew-Laser. Warum? Ich glaube, das ist das Größte, was ich vom Wert habe. LOL! Ist das neu? Man kann 3 verschiedene Sachen bauen. Update. Time vollgeklaut von anderen Games. Hier wetten wir trotzdem drauf. Ja, will ich setzen, ich hab doch genug. Scheißegal. So, gewettet, da unten wette ich später auch noch. Also setzen für rechts, was hat der denn da vorne? Ist das ein, was ist das da vorne? Ist das ein Knauf, dieses Ding da? Unter seiner Kettensäge von dem Rechten, von dem Wolder? Der könnte mit dem Heber gewinnen. Wenn er den umwirft, könnte der Linke auch gewinnen. Das ist ein schwieriges Ding, obwohl die meisten auf den hier rechts setzen. Der Heber wird ihn erreichen. Er wird ihn umwerfen. Wenn er nach oben kippt, der Wolder, kann er nicht mehr schießen. Und er wird links mit der Klinge ihn kaputt machen. Aber er könnte auch sein, dass er vorher rechts stiert, weil er wesentlich mehr Damage hat wie der Linke und auch wesentlich mehr HP. Das ist schwierig. Also unten ist schwierig, da muss man aufpassen. Was haben wir hier denn Cooles? Achso, beste Spieler. Bin ich ganz oben? Bin ich der allerbeste Spieler aller Zeiten? Ich weiß, na klar bin ich das. Warum? Weil ich es kann. So, dann gehen wir kurz auf... Bearbeiten. Ich will bearbeiten, denn ich habe jetzt 3 Slots. Den lasse ich auf jeden Fall... Da, was ist das hier? Ich kann die Katze ändern. Ich kann die Katze... Was bewirkt das? Einfach nur... Kaufen. Eine Sonnenbrille. Na klar, brauche ich eine Sonnenbrille. Gibt es da was Krasses, Alter? Was ist denn hier los? Was ist das? Einmal Helm? Ja, ich nehme eine schwarze Katze, ne? Das kostet alles Geld. Das kostet halt alles Geld. Geil, und jetzt? Sieht einfach anders aus im... Ach, die da oben drin sitzt. Logisch, logisch. Aber ich bin nicht schwarz, ich bin mal so weiß. Ich bin mal gefleckt. Fleck ist auch ganz süß. Lassen wir das jetzt mal so. Vielleicht haben wir das zum... Dürfen wir das schon? Oh yeah. Oh, wie schick. So Hasenöhrchen. So Hasenöhrchen, Leute. Die sind ganz schick. Oh, die gefallen. Das machen die Katze noch süßer. Oioioioioi. Schön, schön, schön. Jetzt werden wir weiter bearbeiten. Und zwar werden wir unser zweites Auto anlegen. Ich habe ja einen neuen Scheiß bekommen, Leute. Jetzt geht's wieder los. Noob. Jetzt ist der Lars, der Noob, wieder am Start und wir wieder zeigen, was er kann. So.
6,5 Stunden später. So Leute, ich habe mal ein bisschen rumgewirbelt hier. Ich wollte das Ganze nicht zeigen, weil ich ja wie ein Noob die ganze Zeit planlos durch die Gegend geballert bin. Das ist jetzt aber rausgekommen, mein Endergebnis. 639 und 229 Damage. Ich habe vorne hier meinen wunderbaren Raketenwerfer, der nochmal prozentual mehr Damage auf den Server macht. Ich habe den Server hier aktiv mit dem geilen Logo in der Mitte. Und dann habe ich noch rechts hier den wunderbaren, geilen Stachel. Ich wollte erst eine Kettensäge dran machen. Das Problem bei der Kettensäge ist bloß, wo ist denn die Kettensäge? Hier, nicht die, aber es ist irgendeine andere krasse hier. Hier. Die hat nicht genug Range. Ich könnte kleinere Reifen nehmen, vielleicht geht's ja dann. Aber mit dem Stachel bin ich einfach krasser am Start. Deswegen machen wir das auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt irgendwie noch was aufwerten, oder? Zum Beispiel den Stachel hier. Einfach mal kurz nach oben pushen, das Ding hier. Warum denn nicht? Gar kein Ding für den King hier. Die ganze Scheiße, die ich gar nicht brauche, haue ich jetzt hier rein. Tschüss. Ist auch hier so ein... Vielleicht eine Klinge auch mal ganz geil. Also die behalte ich jetzt erstmal hier, die Klinge. Hau den ganzen Müll jetzt weg. So viele Punkte, wie es geht, hau ich raus. Ich habe ja oben links genug. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Haben wir das schon mal aufgewertet. Ganz geil. Ich will auch gerne die Reifen. Das ist Level 2 Reifen. Die kann man vielleicht ein bisschen höher pushen. Das ist, glaube ich, okay. Ich mache es eigentlich immer so. Oder ist das sinnvoll? Auch wirklich, wenn ich jetzt sowas aufwerte. Moment mal, wie viel? Der hat 169 Damage. Macht der denn mehr, wenn ich den jetzt switche? Moment, 5? Der hat 7. Okay, der kostet 7 Energie. Das ist halt ein bisschen mehr, ne? Da kann ich nicht mitarbeiten. Aber ich könnte tauschen. Ich könnte einen Stachel rausnehmen und dann noch einen. Aber Doppellaser? Dann muss ich alles mit einem Doppellaser weglasern. Dann könnte ich wieder kleinere Reifen nehmen. Ich könnte auch einfach stehen bleiben und einfach nur die Laser arbeiten lassen. Es ist immer so eine. Es ist wirklich zwiegespalten. Wenn ich jetzt das so mache. Wir sind jetzt auf Damage 237. Wenn ich jetzt so mache, sind wir auf 266. Und dann müsste ich die Reifen wieder switchen. Dann würde ich irgendwelche Reifen nehmen, die einfach mal kleiner sind, die auch mehr Leben haben. Wie zum Beispiel, gibt es den krassen Reifen hier? Wie viel hat der denn hier? Der hat 135, ne? Auf Brocken leider. Prozentual mehr. Dann hatte ich jetzt 20 mehr. Das hat 95. Auf Titan, das hat 115. Das Problem aber, wenn ich jetzt das hier wieder nehme, ist es wieder ein bisschen groß, ne? Do you know what, Amy? Dann würde ich wieder kleinere nehmen, die 80. Hier 100, sowas vielleicht. Und dann könnte man natürlich mal gucken. Vielleicht tauschen wir die lieber. Obwohl, das ist eigentlich, bleibt sie eigentlich gleich. Wenn wir jetzt mal so testen, immer kurz abtesten. Wenn ich jetzt das Ganze so mache. Schieß, Laser, schieß! Oh Gott, war das knapp! Dann müssen halt die Laser wirklich das Ganze reißen. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, sowas zu machen oder nicht. I don't know, ich weiß doch nicht. Wir machen das jetzt, scheißegal, Doppellaser. POP-Laser ins Gesicht, so gefällt mir das auf jeden Fall. Schön reinlasern. Dann werden wir jetzt wieder aufwerten hier, go. Go, aufwerten hier, aufwerten, aufwerten. Raketenwerfer, scheißegal, tschüss. 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 Ich hab, was willst du? Nein. Ich hab schon keine Punkte mehr. Wow. Wirklich? Das war's schon? Die will ich jetzt nicht unbedingt. Das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass. Das heißt, hier kann ich gar nicht mehr, weil das einfach so hoch ist, ne? Doch, doch. Ach, da war, weil so ein Bonus drauf ist, glaube ich. Ach so, da kam bloß die Meldung. Ich dachte, das wäre irgendeine andere Meldung. Oh, ihr seht da oben links meine Punkte. Komm, reicht das noch? Na klar, kurz die nochmal aufgewertet. Gibt es 9 Damage noch oben auf dem Deckel. Das gefällt mir auf jeden Fall. Den werde ich jetzt erstmal nicht aufwerten. Und dann würde ich sagen, sind wir nicht so gut dabei. Und wir gehen mal aktuell in die Meisterschaft und werden mal testen, ob wir was hier reißen. Ich bin gespannt, Leute. Drückt mir die Daumen in der Meisterschaft hier bei Cats. Was denn sonst? One-Shot. Das ist ein Double-Laser-Shot. Sehr geil. Läuft. Es funktioniert. Eieiei. Der macht gut Aua. Aber wir machen noch mehr Aua. Geil. Doppellaser gegen Doppellaser. Wer gewinnt, der Doppellaser? Wenn wir jetzt alles gewinnen, würde ich, dann raste ich aus. Wow. Es funktioniert. Was ist das für einer? Er kann ruhig stehen bleiben, wie er will, aber trotzdem vernasche ich ihn einfach nur. Warum? Weil das gar kein Ding für den King ist. Eiskalt Alex. Sorry, Bro. Aber ihr werdet alle... Boah, der hat auch super viel Damage gemacht, aber ich habe mehr gemacht. Guck mal, er hier bleibt einfach stehen. Boah, weggemacht. Boah, wie viel hat dein Raketenwerfer an Damage gemacht hat. Wow. Und er muss rankommen. Oh, oh. Komm, schieß. Das war knapp. Der hat so einen Helm. Ist das so ein Skyrim-Helm? Krass. Gewinnen wir jetzt alles? Schieß! Oh Gott, das war knapp. Wir haben einfach alles gewonnen. Wir steigen, glaube ich, direkt auf. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon, oder? Na klar, deine Maschine hat sich erfolgreich einmal verteidigt. Ich muss halt aufsteigen. Hallo, was kriege ich als nächstes? 7, 8,
Wie viel es noch gibt? Wie viel es noch gibt? Was ist das denn? Eine Doppelrakete? What? Steigen wir jetzt auf? Ich dachte, wenn man direkt alles gewinnt, steigt man auf. Deine Maschine, ja, hat wieder verteilt. Jetzt bringt mir aber nichts. Erstmal gehen wir jetzt in Duelle rein und werden uns ein paar Kisten verdienen. Aber ich müsste doch aufsteigen, wenn ich alles direkt gewinne. Leute, der Doppellaser, er funktioniert. Das gefällt mir sogar richtig gut. Doppellaser for the fucking win! Das Gute ist, ich fahre dich. Jetzt habe ich gewonnen, weil jetzt gewinne ich. Ja doch. Wie viel Damage er plötzlich gemacht hat mit den Raketenwerfer. Krass. Trotzdem, gar keine. Wir sind ungeschlagen mit dieser Kombination aktuell. Wir sind echt ungeschlagen. Das ist unfassbar. Fünfer. Winstreak. Leute, es läuft. Es läuft wie ein Länderspiel. Er wirft sich selber um. Und mal wieder weggenascht. Schönes Ding. Oh, wir bekommen eine sehr, sehr große, geile Kiste. Das gefällt mir natürlich. Sehr, sehr geil. Da kommt sie doch. Ich kann sie ja schon mal hier, ne, öffnen. 6 Stunden. Gibt es ein super Teil? Ich kann überspringen. Ich habe keinen Bock, jetzt Videos zu schauen. Ich bin ja gerade, ne? Ihr guckt ja mein Video. Wollt ihr noch ein Video sehen? Und geschlagen ist dieses Auto. Der absolute krasse Wahnsinn. Was mir auch noch jemand beantworten muss, kriegt man... Die bestimmt schon mal... Oh, das könnte jetzt böse sein für uns. Oh yeah, das war's. Fuck, nein! Wir sind nicht mehr umgeschlagen. Meine 7er Killstreak ist im Arsch. Shit. Ich wollte fragen, ob man durch die Killstreak... ob man dann auch einen höheren Bonus bekommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Wins am Stück, bekomme ich dann eine bessere Kiste, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur 2 Wins am Stück habe. Wäre sinnvoll. Wie viel Damage macht bitte sein Raketenwerfer? What? Alles klar. Ja, ich... Ja, doch. Das war's. Vielleicht ich wäre umgeschlagen im ganzen Part, aber nein, das bin ich nicht. Obwohl die Kombination gut nach vorne steil geht, also da kann man sagen, was man will. Yeah, ich habe mich wieder verteidigt, sehr gut. Bekomme die nächste Kiste, weiter zocken. Go, go, Power Ranger, brauchen wieder eine Kiste. Tschüss, One-Shot, du hast einen Hut auf. Ich hab Öhrchen, ich hab Hasenöhrchen. Ich bin viel lieber und viel netter und viel süßer als du. Von daher habe ich dich vernascht. Bombschlitz, Tor, was hast du denn für ein Ding da auf dem Kopf? Brauchen wir alle nicht. So, kurz noch die letzte Holzkiste eben ergattern. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt sind wir mal runtergefallen und haben den Laser nochmal kurz ins Gesicht gedrückt und somit die nächste. Wir haben einen Tag gesetzt, der Sieger steht fest. Kurz ansehen, wer gewonnen hat. Ich hoffe, mein Laser läuft am Start, sonst muss ich wieder Money ausgeben. Ich habe meinen Verteil verloren, oder? Ja, 9 Gems zurück, dankeschön. Ja, das kann halt passieren. Wenn man zu schnell nach vorne geht, wie so ein Geisteskranker mit einem Turbo und dann einfach mal sich überschlägt, dann hat man trotzdem verloren. Meisterschaft. Ich kann nicht mehr spielen. Ich habe gegen jeden und alles gewonnen. Von daher sollte ich auf jeden Fall aufsteigen. Aber ich meine, mal gelesen zu haben, wo ich das Spiel zum ersten Mal oder zum Anfangszeit gespielt habe. Ich bin immer noch Anfangszeit, weil ich halt Noob bin. Ich weiß, ich spiele nicht so oft. Meine ich, wenn ich 13 Wins am Stück habe, dass ich dann instant aufsteige? Naja, dann steige ich halt in einem Tag 6 Stunden, 53 Minuten und 8 Sekunden auf. Naja, Leute. Ich würde mal sagen, das war's von diesem paar Mal. Gefallen, lasst auf jeden Fall ein Like, da würde mich freuen. Ist auf jeden Fall ein Haufen super nasser Boys. Und wenn ihr mehr sehen wollt, ne, lasst es mich wissen. In den Kommentaren. Bis dann. Tschüss.